Der nächste Einsatz führt das Rettungsteam um Notärztin Dr. Verena Fabius zu einem Schrottplatz. Dort ist es unter mysteriösen Umständen zu einem Unfall gekommen. Feuerwehrrettungsdienst, hallo? Ja, Sie müssen hier ganz schnell einen Krankenwagen hinschicken. Hier liegt jemand und blutet und der liegt unterm Auto. Der ist total verletzt. Ganz ruhig, können Sie mir sagen, wo Sie sind? Auf dem Schrottplatz. Das ist in Köln. Ich glaube, Theresienstraße. Alles klar. Und was genau ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Der liegt hier halb unterm Auto und ist am Bluten. Ich habe den angesprochen, aber da passiert nichts. Der bewegt sich gar nicht. Alles klar, das haben wir verstanden. Bitte bleiben Sie ruhig, bleiben Sie bei der Person. Wir kommen so schnell es geht. Als die Rettungskräfte den Schrottplatz erreichen, machen sie sich sofort auf die Suche nach dem Verletzten und dem Melder. Hallo! Hier, hier, komm schnell, Gott sei Dank sind Sie da. Hier, kommen Sie schnell! Scheiße. Oh, Jan, gerade auf Seite. Atmet noch. Ja? Gib mir mal gerade. Was brauchst du? Ja, komm, wir ziehen ihn raus. Raus. Guck mal hier, ob er was drin hat. Guck mal, siehst du den Schlüssel? Oh nein, Scheiße. Steckt der drin? Die Leitstelle alarmierte uns mit dem Codewort bewusstlose, schwer verletzte Person. Bei Eintreffen an der Unfallstelle war dem auch so. Wir haben einen schwer verletzten jungen Mann in der Halle vorgefunden. Er war nicht ansprechbar, er war bewusstlos und lag leider Gottes auch noch sehr ungünstig auf einem Werkzeugkasten. Nein, es steckt, ist bewegbar. Warte. Warte, schwimm mal drunter. Ich fühle nichts. Du hast auch nichts. Alles frei. Wir ziehen ihn raus. Hol ihn raus. Komm, ihr geht auf Seite. Vorsicht. Ja, warte, lass mich den Kopf noch. Warte. Pass auf, hinter dir. Ich nehme den Kopf. Kannst du den Kopf nehmen? Warte, ja. Ich nehme den Kopf. Hör mal. Fertig? Nimm die Kiste weg. Nimm die Kiste weg. Hast du ihn? Sehr gut, super. Raus. Hast du ihn? Ja. Raus. Ja. Gut. War die Decke, gut. Die Decke. Stopp. Ich okay. Halte jetzt den Hand. Okay. Warte, Stiffneck kommt. Einmal Stiffneck, dann machen wir das Monitoring dran. Wir hatten hier einen kritischen Patienten, das heißt, wir haben auch eine sofortige Crush-Rettung gemacht in dem Sinne, dass wir halt gesagt haben, okay, sofort, wir müssen irgendwie sofort an den Patienten ran. Das heißt, egal wie, der Werkzeugkasten muss da weg, damit wir die Vitalparameter bzw. auch jedes einzelne Organsystem des Patienten begutachten können. Was ist denn jetzt passiert? Sie haben uns gerufen? Ja. Ich wollte erst mal ein paar Teile hier holen. Ich komme Abzug Teile hier holen und ich habe hier keinen gefunden und habe gerufen und bin hier rein und der lag da unterm Auto. Ich meine, Sie haben ihn jetzt vorgefunden. Kein anderer ist hier? Nein, niemand. Ich habe auch niemanden gefunden. Ich habe vorher schon gerufen, habe mich gewundert, dass keiner da war und habe ihn dann so da gefunden. Ganz alleine, ja? Ja. Okay, Sie haben jetzt nicht gesehen, wie es passiert ist. Definitiv. Nee. Verena, ja. Ich hole mal Arnold an die Einsatzstelle, weil hier stimmt irgendwas nicht. Okay, alles klar. Ganz alleine. Leitstelle Köln für den 1 NDF1 kommen. Er lag unter dem Fahrzeug, auf seiner Werkzeugkiste, was ein sehr, sehr komisches Bild war. Und da war ich auch in der Pflicht, mal Arnold zu informieren, zu alarmieren, um da doch noch mal weiter Spurensicherung zu machen, was ja nicht unsere Aufgabe ist. Während die Polizei auf dem Weg zum Einsatzort ist, vermutet die Notärztin bei dem bewusstlosen und schwer verletzten Patienten eine Lungenverletzung. Wir haben auf der rechten Seite ein abgeschwächtes Atemgeräusch. Okay. Links haben wir ein gutes Atemgeräusch. Ja. Alles klar, dann rechts, weiterhin abgeschwächt. Das hat er hier, guck mal, das Hämatom, ne? Ein riesiges Hämatom. Ja, guck mal hier. Lass uns, wir machen Folgendes. Ja, was willst du haben? Ich brauche jetzt einmal eine Sauerstoffmaske, Sauerstoff auf 100%. Mache ich dir. Zweitens, wir brauchen, ich möchte eine Thoraxdrainage schon vorbereiten und wir legen gleich die Thoraxdrainage. Gehen Sie bitte ein Stück zur Seite. Wer sind Sie denn? Sie kennen den Herrn? Mein Name ist Miriam Sander, ich bin seine Ehefrau. Okay, alles klar, ganz ruhig. Sie sind jetzt gerade erst gekommen. Sie waren vorher nicht hier. Ich war gerade beim Einkaufen, ich war aber vielleicht nur eine dicke halbe Stunde weg. Gut, hat er irgendwelche Vorerkrankungen? Nein, gar nichts. Allergien bekannt? Gar nichts, nichts. Okay, gut. Was ist denn passiert überhaupt? Können wir nicht sagen. Sie haben gesagt, kann das kein Racheakt gewesen sein von diesem Markus Schäfer? Ich weiß es nicht, weil der hat einen ziemlichen Aufstand gemacht, als mein Mann ihn entlassen hat. Wer ist denn Markus Schäfer? Markus Schäfer ist unser ehemaliger Kfz-Mechaniker. Aber der hat hier geklaut und deswegen hat mein Mann ihn entlassen. Okay, wann ist das, wie lange ist das her? Ungefähr 2 Monate. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Es ist sonst keiner hier, der arbeitet. Der ist alleine. Genau. Okay, gut. Dann beruhigen Sie sich jetzt erstmal. Ne? Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir ihn so weit stabilisiert bekommen. Ja, und dann, Verdammt, mein Sohn! Hat jemand meinen Sohn gesehen? Der müsste schon längst hier sein. Moment. Leo. Ihr Sohn. Wo, sollte er hier sein? Ja, der ist doch
Grundschule gewesen, der ist 9 Jahre alt. Der müsste jetzt hier sein, der kommt immer nach der Schule direkt nach hier. Sicher? Ja, ganz sicher. Okay. Haben Sie ihn gesehen? Na, bleiben Sie erstmal ruhig. Wir schauen mal, vielleicht ist er auch irgendwo beim Freund oder Oma, Opa gibt es hier in der Nähe. Weil nein, er kommt immer nicht immer gesehen. Nachher, immer. Gut, bleiben Sie ruhig, ja? Das Kind kann vielleicht bei einem Freund gewesen sein oder irgendwo verspätet sich. Weil wir haben hier eine Lebensgefahr für den Vater. Und dann ist das wirklich nebensächlich, da jetzt dran zu denken und den Jungen zu suchen. Hat jemand den Unfall beobachtet? Ist er gestürzt, gefallen, irgendwas? Bitte? Gestürzt, gefallen, irgendwas? Gar nichts, das kann keiner was sagen. Okay. Er hat es nicht gesehen, weil er lag schon hier. Sie kann keine Auskunft geben. Ja, ich komme hin. Okay, alles klar. Wie? Wir müssen einmal Plätze tauschen, Bonito. Geh du ans Atemwegsmanagement. Akulär oder wie auch immer. Jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen. Primär müssen wir. Das Handy ist an, der Akku ist nicht leer. Der wird bestimmt irgendwo sein. Irgendwo wird der sein, okay? Bleiben Sie nur ein bisschen auf Seite. Wir hatten einen absolut kritischen Patienten und das war eigentlich eine richtig dramatische Situation. Ich habe in dem Moment nicht mal ansatzweise gehört, was da nebenan passiert ist. Es war wohl auch noch der Junge verloren, der Sohn, aber das blendet man in dem Moment absolut aus. Ah, wie sieht's aus? Hat er immer noch ein B-Problem? Scheiße sieht's aus. Er hat ein absolutes B-Problem. Ah. Und also waren die Seiten gleich belüftet, schmiert hier, ne? Gleich ab. Dorksonage. Wie gruselig bei dir? Wir haben festgestellt, dass er rechtzeitig ein abgeschwächtes Atemgeräusch hat. In Kombination mit dieser Rippenverletzung sind wir sofort eigentlich von dem Spannungspneumothorax bzw. Pneumothorax ausgegangen, der dann auch zeitig entlastet werden musste, denn das ist ein lebensbedrohliches Krankheitsbild. Fertig? Okay, ich drücke. Hast du gehört, die Luft? Sieht gut aus, sieht gut an. Okay, Achtung. Gut. Ich ziehe ab. Ja. Oh Gott. Was macht die Sättigung? Oh, wird besser. 91er Sättigung, okay. Ja. Ist gut. Hi. Gut, okay. Hi, ich komme gleich zu euch. Moment. Hier habe ich den Fingertipp. Achtung. Atmet er noch? Ja. Habt ihr? Danke. Läuft alles. Wer sind Sie? Sind die Frau von ihm? Ich bin seine Frau, mir und seiner. Und mein Sohn ist auch verschwunden. Der Sohn? Mein Sohn, er hätte schon längst hier sein müssen. Nach der Schule kommen wir immer nach hier. Ja. Keiner hat ihn gesehen, er geht nicht ans Handy. Haben Sie den schon gesehen? Nee, war ganz alleine. Ich bin gerade auf Seite. Gar keinen. Wir haben folgendes Problem hier. Er hat einen Unfall gehabt. Wer hat einen Unfall? Der Herr, der jetzt auf dem Boden liegt. Ja. Ne? Ich habe jetzt ihn gefragt, er hat ihn so vorgefunden. Mhm. Was sehr komisch ist, er ist eigentlich alleine hier. Mhm. Er arbeitet sonst keiner. Nee. Zudem, das ist so ein Unfallmechanismus, der so ein bisschen kurios ist, ne? Wo ich sage... Ja, wie stellt sich denn die Verletzung dar? Ist er umgefallen oder was hat er überhaupt für Verletzungen? Er lag praktisch auf mit dem Rücken auf der Werkzeugkiste. Ja. Ganz komisch. Dass die Gewalt oder die kinetische Energie, die da entstanden ist, ist schon ganz komisch für einen Eigenunfall, sage ich. Also er ist nicht jetzt ausgerutscht auf die Werkzeugkiste gefallen? Wie denn? Da muss ja irgendwie das Auto, weißt du, ob das bewegt worden ist? Keine Ahnung. Habt ihr den unterm Auto vorgezogen? Lag der unterm Auto oder die Hebebühne? Unterm Auto, ja. Okay, dass die Hebebühne vielleicht runtergegangen ist? Die Frau hat auch ihr gesagt, es gab wohl einen Kollegen, Ex-Kollegen, der wohl gekündigt worden ist, weil er geklaut hat. Okay. Das ist auch so eine Sache. Ja. Na, also für uns ist das, ich rufe euch mal zur Sicherheit. Ja, über die Leitstelle kam das Einsatzersuchen, Arbeitsunfall. Wir sind dann kurz eingewiesen worden in die Situation, was sich zugetragen hat. Genaue Informationen konnte man uns nicht geben. Für uns sah es erstmal so aus wie ein Unfall. Hallo, sind Sie? Ja. Sie Leitstelle sind Köln von den Florian Hallo. Köln 1 NF1. Alles gut? Was sagen Sie? Was sagen Sie? Was sagt ihr dann? Leo, ja, das ist Ihr Sohn, ne? Wo ist der denn? Hallo? Kammerflimmern? Oh nein! Franco! Übernimmst du? Franco, brauchen dich! Sie bleiben hier. Kammerflimmern? Alles klar. Reanimation? Sachen liegen bei mir, hinter mir. Die Ursache des Kammerflimmerns kann schon im Rahmen des Pneumothorax gewesen sein, eben weil durch diesen Mechanismus die Lunge zur Seite gedrängt wird, möglicherweise auch aufs Herz gedrückt hat und diese Rhythmusstörung ausgelöst hat. Halt mal bitte auf beide Thoraxseiten, ob intubiert ist. Einmal Magen bitte. Einmal auf Magen. Keine Magenintubation, einmal links. Weiter höher. Rechts Atemgeräusch. Sag Bescheid. Links Atemgeräusch. Okay. Jacka. Fertig, zieh mal ab. Und er ist auch wieder da. Das ist gut. Männer, Gott sei Dank.
Durch die Maßnahmen, die wir getroffen haben, kam der Patient schnell wieder. Er war leidlich stabil, muss man sagen. Das kann sich innerhalb von Minuten, innerhalb von Sekunden ändern. Und dementsprechend haben wir da uns sehr beeilt. Während die Rettungskräfte weiter um das Überleben des Patienten kämpfen, hat Hauptkommissar Michael Weber überprüft, ob der verdächtige Ex-Mitarbeiter hinter dem Vorfall stecken könnte. Pass auf, wegen dem Mitarbeiter. Ja. Da haben wir die Information, der sitzt gerade im Untersuchungshaft wegen Diebstahl. Und dieser eine, der kann es definitiv nicht sein. Der Mitarbeiter, der gekündigt wurde. Der kann es nicht sein. Okay, war ja nur eine Vermutung. Nee, ne? Haben wir jetzt abgefragt. Also haben wir schon mal eine. Hast du irgendwas wegen Jungen oder was? Ich habe da irgendwie. Die hat ja überall nachgeguckt. Also ja. Hier scheint er wohl erstmal nicht zu sein in den Büros und alles. Ja. Wir gehen gleich mal, wenn ihr soweit fertig seid, gehen wir mit der Frau mal rum und dann gucken wir mal. Guck mal nach. Wir haben jetzt keine Zeit, da müssen ganz schnell rein. Macht ihr fertig. Die Einsatzkräfte müssen den Patienten schnellstmöglich transportfähig machen und ins Krankenhaus bringen. Ob der vermisste Sohn vielleicht Zeuge des rätselhaften Unglücks wurde, ist weiterhin unklar. Was ist mit Ihrem Sohn? Haben Sie jetzt? Er geht nicht ans Telefon, ich weiß es nicht. Könnte bei einem Kumpel sein oder ich mit einem anderen Klassenkameraden. Nein, das macht er sonst nie. Ja, dann geben Sie mal den Vornamen von dem Jungen. Leo, okay. Ja, pass auf. Wir gucken mal schnell wegen dem Jungen da. Ne? Ja, wir sind auch hier. Um vielleicht auch der Mutter, sage ich mal, eine gewisse Sicherheit zu geben, dass wir auch immer noch mal eine Nachschau gehalten haben, haben wir uns auf den Weg begeben und dann mal versucht zu gucken, ob wir den finden. Leo! Also willkommen. Leo! Und wenn der sich hier gut versteckt, da findest du gar nichts mehr. Kommst du gar nicht mehr raus hier, du, aus der Ecke. Ja, wer bist du denn? Hallo? Hey. Hallo? Komm mal davor. Komm mal davor. Bist du Leo? Bist du der Leo? Hallo? Bist du der Leo? Ja, hab ich mir fast gedacht. Was ist los? Zeig mal deine Hände. Alles okay bei dir soweit? Komm mal, ja, komm mal da raus. Komm mal da raus. Ich will den raus. Geh mal hier vorne. Da der Junge offenbar unter Schock steht, bringen ihn die Beamten schnell zu seiner Mutter und dem Rettungsteam. Fragen Sie immer, was passiert ist. Leo, was ist passiert? Schau mich mal an, Schatzi. Was ist los? Also er ist anscheinend jetzt nicht verletzt. Er hat also. Geht's dir gut? Er spricht uns. Oma, die Oma Sani, ja. Schatzi, was ist los? Ich bin von der Schule gekommen. Ja. Hier zu Papa. Und hab gefragt, ob ich ihm helfen kann. Mhm. Und dann sagt er, dass ich mich ins Auto setzen soll und mal Gas geben soll. In das Auto da vorne? Und dann ist das Auto losgefahren. So, lass uns mal den Sanitäter einmal den Vorhang angucken. Ja, der war gerade am Erzählen. Ja, und dann soll er eine Minute. Auto losgefahren. Ja, okay. Als wir das Fahrzeug überprüft haben, habe ich dann festgestellt, dass bereits ein Gang eingelegt war. Das heißt, der junge Mann hat den Zündschlüssel eine Stellung zu weit durchgedreht. Dadurch kam es natürlich zu einem Zündvorgang und der Anlasser hat dieses Fahrzeug circa einen Meter nach vorne, sage ich mal, nicht rollen lassen, aber in einer Geschwindigkeit nach vorne rollen lassen, dass der Vater keine Chance mehr hatte auszuweichen und er ist dann ganz unglücklich auf die Werkzeugkiste gefallen. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass eine beim Sturz gebrochene Rippe die Lunge des Vaters durchbohrt hatte. Der Schrottplatzbesitzer konnte durch eine Operation gerettet werden und wurde wieder vollständig gesund. Sein Sohn hatte ihn tatsächlich unbeabsichtigt zu Fall gebracht. Von dem Schock hat sich der Neunjährige mittlerweile erholt.